Jo Leute, mein Name ist Saik, ich hoffe alles gut bei euch. Willkommen zuerst mal zu einem neuen Video heute, Matchday, Hertha gegen Frankfurt. Ich bin natürlich für Hertha, aber Frankfurt finde ich cool. Der Plan von heute, also ich sag jetzt mal ein bisschen Pokémon Go, weil da ist heute noch Community Day, vielleicht ein paar Shinies fangen, jetzt zum Friseur gehen, dann Ticket absneaken, vielleicht vorher, nachher was essen, dann treffe ich mich wahrscheinlich heute Abend noch mit Zen. Und ja, ihr kommt natürlich überall mit. Wenn ihr natürlich nichts verpassen wollt auf dem Kanal, lasst ein Like, ein Abo, aktiviert die Glocke, schreibt ein schönes Kommentar, wie geil doch Hertha ist. Und wo ihr denkt, wo Hertha diese Saison enden wird. Ja Leute, war jetzt beim Friseur, hab auch schon 3 Shinies gefangen bei Pokémon Go, ja geil. Jetzt gehen wir langsam zum Stadion, weil da hole ich mein Ticket ab. Ich hab bis jetzt noch keinen Hunger, aber ich weiß, dass ich später bereuen werde, wenn ich da nichts davor gegessen habe und mir dann für teuer da was kaufe. Aber wir gucken mal, wenn hier noch immer noch hier in Lichtenberg und wir fahren jetzt gleich los. Jo, bin jetzt hier angekommen, hatte doch mein Ticket gesneakt. Eigentlich wollte ich eins für 25 holen, wie bei Kleinanzeigen, und der Typ hat mir nicht mehr zurückgeschrieben oder sonstiges. Hab jetzt hier eins für 35 geholt. Ist Originalpreis. Also ist auch vollkommen okay. Was sagst du, wer gewinnt heute? Hertha, ja. Okay. Also, ich bin ja auch ganz, ganz klar für Hertha. Aber Frankfurt ist geil und ich mag die. Was die da für eine Stimmung in der Europa League rausgehauen haben. Hab jetzt erstmal eine Cola Zero gesneakt. 4,50 Euro. Die jetzt nicht göttlich schmeckt, ne? Ja, hab auch, glaube ich, jetzt 2-3 Wochen keine Cola mehr getrunken. Hey Leute, darf ich euch mal für eine YouTube-Prediction fragen? Wer gewinnt heute? Hertha. Naja, Hertha. Seid ihr euch da sicher? Richtig sicher. Das Ding ist, ich bin für Hertha, aber ich finde, die spielen bodenlos. Das ist ja egal. Ich sage 2-1, was sagt ihr? Ja, auch 2-1. Ja? 3-1. Du 3-1 sogar. Ja, ich denke, Frankfurt ist noch ein bisschen gebrochen von Madrid. Ja, auf jeden Fall. Also ich wünsche euch ein gutes Ergebnis. Ja, viel Spaß hier. Euch auch. Ciao. Hey Leute, ihr seid die ersten Frankfurter, die ich sehe. Darf ich euch nach einer Prediction fahren, wer heute gewinnt? Kannst du machen? Ich sage 3-1 Frankfurt. 3-1 Frankfurt? Ich sage 2-2. Ich hoffe auf ein 2-1 für Hertha, aber ich bin sehr stolz auf euch Frankfurt-Fans, wie ihr Barcelona gedemütigt habt. Ja. Viel Glück, ja? Hey, sorry Jungs, darf ich euch für eine kleine Prediction für YouTube fragen, wie das Spiel heute ausgeht? Ja, können wir machen. Was denkt ihr, wie geht das heute aus? Natürlich Sieg die Eintracht. Ich bin Sympathie für Hertha, aber ich finde Frankfurt mega cool, was ihr mit Barcelona gemacht habt. Weil ich hasse diesen Verein als Real-Fan, aber tut mir, ihr wart auch saustark gegen Real. Also ich wünsche euch... Oder wir sagen einfach so ein schönes Fußballspiel, ein 5-5, würde ich auch mitnehmen. Ja. Also nehmen wir alle mit, ne? Ja. Viel Spaß auf jeden Fall. Danke. Und soll der Bessere gewinnen. Genau. Ciao. Heute gerade kamen die ersten Hertha-Spieler. Ich sitze irgendwie immer, wenn ich bei dem Hertha-Spiel bin, immer so, wo die ganzen Gegner sind. Wurde gepfiffen, siehst du das? Eigentlich würde ich hier unten sitzen, aber Zen und Ali kommen gleich noch. Wir haben noch ein Ticket über und dann werde ich halt drüben sitzen. Aber wir gucken uns, das hier trotzdem mal gerne an. Wer pfeift hier gegen Hertha? Ja. Da haben sie dagegen gesungen, da drüben in der Ostkurve. Ha, ho, hey. Ich sag 2-0. Ja, wer soll durchschießen? Außer der Prinz.
gibt's ja noch andere. Ich war ja noch der Aufwand. Davy Sack oder was? Ey. Säcke macht die beste Figur auf dem Bierbecher, aber das kann's klingen. Aber ich glaube, dass Frankfurt ein bisschen gebrochen ist. Nein. Erst gegen Madrid, dann davor gegen Bayern. Ja, aber ist doch eine Ehre, gegen so eine Mannschaft zu spielen. Ich bin Real-Fan. Ja, weil, wie sagt man, Big City Club? Ja, das Ding ist, ich mag Frankfurt. Ja, ich mag gerne auch, weil hier kriegst du immer Karte in Frankfurt. Nein, weil die Barca so gedemütigt ist. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja, da bin ich auch eher Real-Sympathisant. Ja, ich auch, aber ich wünsche auch ein gutes Spiel. Der Bessere soll gewinnen, würde ich sagen. Ja, 5-0. Also 0-5. Ich wünsche alles Gute, ja? Aber der war ziemlich motiviert. 5-0, sagt er. Ah, oh, hey, Hertha BSC. Und es war sich entschieden für den Song des Tages. Hey. Scheiße, immer sitze ich im falschen Block. Letztes Mal saß ich im Hamburg-Block. Ist unglaublich, Gott sei Dank. Da zeigen sie auch, dass sie den Europapokal gewonnen haben. Barcelona rausgeworfen. Juhu! Leute, darf ich euch mal kurz fragen, wer gewinnt heute? Frankfurt. Frankfurt. Wie macht man das Spiel? Bei dem Schnee? Lass mich jetzt nicht im Stich mit der Faust. Kategorie C. Ich bin auch für Hertha. Ich aber ich mag Frankfurt. Das ist ein schönes Spiel. Aber ich mag Frankfurt sehr. Das ist lieb von dir. Ihr habt Barcelona rausgeworfen. Ja, geil, oder? Ich hasse diese Mannschaft. Nur Madrid haben wir leider vergeigt. Ich bin Real-Fan, sorry. Oh. Hey Leute, darf ich euch kurz für eine Prediction für YouTube fragen? Was? Wer Englisch? Englisch. You winner, Frankfurt oder Hertha? Hertha, we're here for Hertha. Hertha? Hertha? Yes. How are you? Hertha, good. Hertha, good? Yes, aber my favorite club is Real Madrid. Real Madrid? And you? Are you from Spain? My English is little shit. Aber Real Madrid is my favorite. Cristiano Ronaldo, the best. You from? Ireland. Belfast. What is your favorite football club? Man City. Man United. Man United. Chelsea. Oh, good. I like Man United. Aber Maguire. Not good. Not good. And your transfers, Man U, not good. Aber the best player. Not good at the moment. Aber the best player of the world, Cristiano Ronaldo. Yes, no doubt. Aber I love Chelsea. Yes, I love Chelsea. And your favorite football club? Man City. Oh, good. But Man U, I love. Manchester's red. Yes. Yeah. Real Madrid City. Fuck Barca. Yeah, fuck Barca. Trying to take Bernardo Silva? No. Bernardo Silva, not good. No. What? No, he says good. No. He needs to stay. Well, Zeltner, not good. Great. Barcelona. I love Haaland. Barcelona have no money. No money. But Lewandowski, you pay. Yeah, yeah. No, but Manchester's red. It's Manchester Tradition. Yeah. Aber City, oh, okay. Good match gegen Real Madrid. Have a good day, mate. Have a good day. Good game. Yes, you too. Mein Englisch ist immer wieder wunderbar. Mega schöne AOE. Hertha BSC. Ja. Jetzt ist der Lachs auch ein bisschen. Warte, wir wollen es ja auch noch aufs Bild schmuggeln. Aber dann noch aufs Foto geschmuggelt. Hey Jungs, wer gewinnt heute? Hier ist Vlog, YouTube-Vlog. Frankfurt gewinnt heute. Hertha 3-0. Ja, das ist ein bisschen groß geschätzt. Ich bin für Hertha, ich sag 2-1. Wer macht das heute? 4-0? Nee, 4-1 Hertha. Ich will ja nicht Streit schlichten, aber die ganzen Frankfurt-Fans sagen 6-7-0 heute für Frankfurt. Das ist ja, wirklich. Aber wir gewinnen heute, ne? Super. Gedreht. Was? Karlsruhe hat gedreht. Wer gewinnt heute? Heute? Hertha. Heute? Ja. Werder Bremen. Sehr gut, mag ich auch. Aber was ist eure Prediction? Ach, heute? 2-1 Hertha. Ich sage auch 2-1, aber ich bin sehr, sehr unentschlossen, was Hertha betrifft. Das ist doch scheiße. Das ist es. Sind wir so. Also die Frankfurt-Fans da drüben, habe ich alle gefragt, die sagen 6-7-0 heute für Frankfurt. Ja, die sind ja auch behindert. Ah, verlieren 6-1 gegen Bayern. Ja, dann kann ich auch gegen Hertha verlieren. Ganz ehrlich, Frankfurt ist auch überbewertet. Ich mag die, also ich mag die Stimmung, was sie mit Barcelona gemacht haben.
Mega. Heute Olympiastadion. Ich bin für Hertha. Siehst du? Ganz ehrlich, sie machen einen auf Manhattan, aber noch nie im Wedding. Weißt du, was ich meine so? Ja, also, aber Frankfurt ist auch dreckig. Frankfurt ist sehr dreckig. Also da, ganz ehrlich, die Reeperbahn ist dreckiger und Berlin ist noch dreckiger als die Reeperbahn. Also was wollen die für uns? Ja, es geht ja um Fußball. So, Fußball? Ja, oder was dann machen wir hier? Fußball gucken? Ah, nee, ich dachte Boxen. Wir saufen heute. Nein. Das ist so ein Kegel hier. Ja, auch. Kegel. Habt ihr auch so einen Kegelverein? Ja. Ja, deutscher Meister im Kegel. Perfekt, Jungs. Aber ich wünsche euch 3-1, oder? Viel Glück. 3-1 sagst du? Ja, ja. Ich sag 2-1. Ich sag ja. Also das Spiel geht gleich in einer Minute los, oder zwei Minuten, aber ich warte hier noch auf Zen und Ali. Erstmal ein schönes Tüte Popcorn. Alles klar bei dir, Bruder? Hallo. Erstmal ein Popcorn. Hat der Pokémon gespielt? Noch nicht. Hab schön Kleinig gefangen. Heute war Pokémon Day. Wirklich? Ja. Oder sind wir noch? Nee, nur bis 14 Uhr. Unglaublich, wie ich es gesagt habe. Ich warte auf die und Hertha schießt ein Tor. 1-0 Hertha. Unglaublich. Und ich hab's nicht drauf. Eigentlich würde ich ja da drüben sitzen. Da drüben würde ich jetzt sitzen. Da sitze ich hier. Also jetzt sage ich sogar 3-0 Hertha. Ja, nice, ein Spinnennetz, nicht so geil. Junge, was willst du mehr? Hertha sind die Roten, ne? Nee, oh! Hey! Elfmeter! Beste Qualität auf meinem YouTube-Kanal. Liken und abonnieren. Kevin, mach ein Eigentor! Vorne die Chancen nicht machen und dann hinten so ein Tor kaufen. Nach vorne, Junge! Jetzt läuft es langsam in eine Richtung. Hertha spielt sich noch ein paar Chancen frei, aber eigentlich müsste Hertha führen. Problem. Ja Leute, jetzt nochmal. Jetzt bin ich hier auch am Kudamm, aber mein Termin erledigt. Es war ein mega geiles Spiel. Für mich war Hertha ein bisschen besser schon als Frankfurt. Am Ende hat man sich noch ein bisschen unnötig rumgestritten mit ein paar Frankfurt-Fans. Ja, Sticheleien gehören dazu, finde ich auch ganz cool. Trotzdem mega Respekt an die Frankfurter, war auch eine geile Stimmung. Aber mein Herz schlägt dann wirklich für Hertha. War ein super Spiel und ich war einfach geil und sowas mag man doch, ein geiles Fußballspiel.
Die nächsten Tickets habe ich schon hier in der Tasche. Hertha gegen Dortmund. Wenn euch das alles noch gefallen hat, lasst wie gesagt ein Like, ein Abo, aktiviert die Glocke, schreibt Kommentare, dies, das, ihr wisst Bescheid.